Und bei uns sind nach wie vor Ann-Kathrin Müller und Alexander Kissler. Ja, jetzt geht es um die europapolitischen Ausrichtungen der Partei. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Es wurde ja vom, Sie hatten es auch am Ende des letzten Gesprächsteils gesagt, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat ja schon letztes Wochenende einen Kommentar abgegeben, das seien zum Teil rechtsextremistische Verschwörungstheorien, die es da gibt. Ich will gleich mal diesen umstrittenen Vorwurf aufnehmen von ihm, ob das jetzt rechtswidrig war, wie hier die AfD behauptet, dass er das gesagt hat, sei mal dahingestellt, aber war es politisch klug vom Verfassungschef? Naja, also wir müssen sagen, was soll der Verfassungsschutz denn tun in diesem Land? Er soll als Frühwarnsystem reagieren. Ich finde, da ist er oft nicht früh genug. Aber er soll die Bürgerinnen und Bürger informieren darüber, wo es extremistische Bedrohungen gibt. Und wenn man eben sagt, es ist ein Verdachtsfall und man guckt sich eben an, ob man die als gesichert rechtsextrem hochstuft, dann erwarte ich, dass der Verfassungsschutz da auch hinguckt, sich das anhört und im Zweifel dann eben auch warnt, beziehungsweise einfach mal sagt, was er hört, was er wahrnimmt und warum. Insofern fand ich das jetzt nicht unklug. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja jetzt sozusagen unterschrieben oder Haltenwang unterschrieben, Thomas Haltenwang, dass er stillhalten wird bis zum morgigen Sonntag nach Beendigung des Parteitages. Soll ja auch noch gerichtlich geklärt werden, ob er das sagen darf. Wie weit verpflichtet den Chef des Verfassungsschutzes eigentlich politische Neutralität oder muss er auch vor offensichtlichen Gefahren warnen? Ja, er muss natürlich eintreten, das sagt ja die Jobbeschreibung, für die Verfassung und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist ja gar keine Frage. Er muss auch ein Frühwarnsystem sein, das muss installiert sein, wir müssen Hinweise sammeln, ermitteln, zu abgewogenen Urteilen kommen, selbstverständlich. Aber ich finde, Herr Haltenwang gibt einfach zu viele Interviews. Es hat ja auch was, Inlandsgeheimdienst heißt es ja auf Deutsch, Inlandsgeheimdienst. Und wenn ich jede Woche praktisch als Live-Kommentator von Parteien agiere und Interviews gebe, dann erwecke ich einfach den Eindruck, ich erwecke zumindest den Eindruck, dass ich dort ein spezielles Augenmerk auf eine bestimmte Partei gerichtet habe und es dadurch letzten Endes dieser Partei auch leicht mache, sich im Zielvisier zu präsentieren. Also ich finde, man muss genau hinschauen, man muss genau ermitteln, man muss die Fakten zusammentragen und dann entscheiden Gerichte, ob eine Partei verboten ist oder nicht. Aber dazwischen finde ich, täte etwas mehr publizistische Askese Herrn Haltenwang gut. Wenn man jetzt mal darauf sieht, was die AfD hier über Europa, über die EU gesagt hat, nämlich nichts Gutes gesagt hat, wieso verfängt das, diese Doppelbödigkeit, könnte man das sagen, Doppelzüngigkeit einerseits, dass die EU und das Europäische Parlament zu verteufeln, aber hier in einem stundenlangen Aufwand, wie gesagt, ich habe es ja gerade erwähnt, dass die beiden Kolleginnen ja viele Stunden hier saßen, das registriert haben, sich eine solche Mühe gibt, Kandidaten für ein Parlament zu benennen, das man rundheraus ablehnt? Naja, es gibt da zweierlei. Also zum einen ist das nun mal die Institution, in der man nun in Brüssel und Straßburg Dinge verhandelt und Dinge bespricht. Insofern ist es auch, also selbst die sagen, wir wollen nur für deutsche Politik machen, natürlich gibt es EU-Regeln, die hier umgesetzt werden. Und zum anderen gibt es dann natürlich auch Geld. Also das war ja auch Teil der Argumentation, warum man sich dann doch für die ID-Partei entschieden hat, dass man eben sagte, okay, da gibt es dann eben auch finanzielle Mittel. Und man merkt ganz deutlich, dass es hier noch einen ganz kleinen Flügel gibt, der dagegen war und der gesagt hat, nein, wir wollen hier nur für die deutschen Politik machen, aber der hat sich in dem Punkt zumindest nicht durchgesetzt. Herr Kissler, zum Schluss die Frage, von denen, die vor 5 Jahren da gewählt worden sind, sind es ja 4,5 Jahre jetzt her, hat man eigentlich fast nie was gehört, außer von Meuthen, aber das hatte eher innerparteiliche Gründe in Deutschland bei der AfD. Die anderen sind irgendwie da verschwunden. Maximilian Krah hat sich noch mit der eigenen Fraktion angelegt, war ein bisschen Dampf erzeugt worden. Werden die jetzt auch wieder sang- und klanglos in diesem Brüsseler, wie Sie selbst sagen, Moloch verschwinden? Ja, man will ja den Moloch in den Orkus der Geschichte stoßen. Die Formulierung fiel ja öfters. Man wird da dann vielleicht mit doppelter Mannschaftsstärke antreten, als vielleicht 2022 statt 11 oder 9 zuletzt, die es gewesen sind. Man hat also theoretisch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Ausschüssen, aber es hängt ja auch an den Einzelnen. Und teilweise hat man wirklich den Eindruck, es sollten ja auch Versorgungspöstchen geschaffen werden und Unterstützernetzwerke belohnt werden durch einen lukrativen Job in Brüssel-Straßburg. Ob dort jetzt alle wirklich fleißige Arbeit leisten werden, steht dahingestellt. Als erstes müssen Sie klären, mit welchen Fraktionen Sie zusammenarbeiten wollen. Herrn Krah schwebte eine ID Plus vor, also würde er gewisser
gewissermaßen unter rechts und ganz rechts stehenden Kleinparteien nach zusätzlichen Koalitionspartnern suchen. Das wird sehr, sehr schwierig. Muss sich auch mit den anderen ID-Parteien abstimmen. Also es kann auch gut sein, dass wir von vielen, die hier jetzt noch das große Wort schwingen, die nächsten 5 Jahre wenig bis gar nichts hören werden und es vielleicht auch wieder zu die einen oder anderen Abspaltung kommen wird. Was ja im letzten oder in der laufenden Legislaturperiode passiert ist. Wir werden das hier weiter beobachten. Ich bedanke mich bei Ann-Kathrin Müller, bei Alexander Kissler.